Entering Xenocracy. Mit einem C. Deshalb man es wahrscheinlich richtig scharf aussprechen muss. So crazy. Aber gut. Hier haben wir praktisch jetzt das, das Exit vom vorherigen Level noch. Wir sind jetzt durch diese Türen offensichtlich gegangen, die sich alle wieder geschlossen haben. Wir haben 42 Gegner, 3 Secrets, einen Mankobus. Er ist nach wie vor dick. Er ist nach wie vor tot. Ja, komm, trau dich raus. Komm her. Trau dich. Okay, da drin habe ich auf jeden Fall gerade was gesehen. Muss man den vielleicht von hier oben... Ah ne, das sind Pinkies sogar. Ich dachte sogar, dass das jetzt ein Baron ist, weil man den ja vorhin schreien hatte. Ah, es war sogar nur ein Herr Knight, okay. Ja, ich habe nur was Pinkes gesehen und dachte mir, da drin steht jetzt ein Baron, aber nee. Hätte ja sein können, dass man den dann irgendwie so aufs Korn nehmen muss von oben und den dann killen muss, damit man dann Secret kriegt oder so, keine Ahnung. Barons sind ja, ne, schon mal benutzt worden, um geheime Sachen, oder ich sag mal, um Sachen zu bewegen, um Sachen zu öffnen. Ja, also nicht abwegig, das hier zu vermuten. Nee, aber die Pinkies sind irgendwie anders. Oh, so. Das ist ja einfach. So finde ich das schön. Ja, es tut leider weh, hier zu sein. Yep. Und hier brauchen wir einen Blue Key. Aber wenigstens haben wir hier jetzt schon mal ein paar Gegner weggemacht. Und sobald wir den Blue Key haben, kriegen wir glücklicherweise da drin auch einen Anzug. Okay. Das hier wird mitgenommen. Oh. Ein Secret, welches mir jetzt nicht viel bringt, weil ich einfach so viel Munition habe. Hier geht's nicht irgendwie hoch oder rein oder so. Und hier brauchen wir einen Red Key. The Red Key, welcher sich nicht in meinem Besitz befindet und deswegen ist hier auch erst einmal Schluss. Dann müssen wir hier wahrscheinlich einen Sprung wagen, oder? Aua. Mit mehr Anlauf? Nicht dahin Anlauf, bitte. Bisschen mehr Anlauf. Die Munition mitnehmen und zack. Nee, hä? Geht der Sprung einfach nur nicht oder bin ich gerade einfach nur zu schlecht? Der sieht nicht so weit aus. Aber er scheint nicht zu gehen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht ist die Architektur absichtlich so. Aber es kommt mir sehr stark so vor, wie als würde der Doomguy hier ein bisschen weniger weit springen. Sozusagen. Weil von der Entfernung her sieht es nicht weit aus. Ich glaube schon, dass das irgendwie wegen der, ich sag mal, Absprungplattform, verdammt, so ist, dass man einfach nicht ganz so weit springen kann. Keine Ahnung, so augenscheinlich sieht es halt voll so danach aus, als müsste man den Sprung locker schaffen. Ist kein Problem, die kommen hier eh nicht vorbei. Oh.
Die beiden könnten ein Problem werden. Aber wieso leben die heute so viel? Wieso sind die so wenig tot? Wieso ist der da hinten hingelaufen und ist jetzt was weiß ich wo? Die sind so unkooperativ heute schon wieder, die Viecher. Hier brauche ich schon wieder einen Blue Key. Und wow, tut es hier weh. Souls 4 Stack einfach weg. Aber wir haben einen Red Key inzwischen. Und können damit jetzt immerhin ein paar Sachen machen. Wir können jetzt da lang. Hier werden wir höchstwahrscheinlich dann auch den... ja, blauen Schlüssel bekommen, genau. Hier ist schon wieder so wie beim letzten Level. Das sieht einfach so danach aus, wie als wäre hier was. Und vor allem das hier sieht so verdächtig aus. Na, das ist ja gemein. Oh! Das ist natürlich schon minimal ätzend für die armen kleinen Hell Knights. Dass die einfach so zerquetscht werden. Oje, oje. Gefährlich, gefährlich. Ah, da ist er ja. Dankeschön. Und jetzt können wir hier... einfach raus. So passt das doch. Und dann sehe ich schon, wir können jetzt hier rein. Haben endlich einen Anzug und jetzt heißt's beeilen. Jetzt können wir uns nämlich endlich mal ordentlich umschauen. Müssen uns keine Gedanken darüber machen, durch was wir Schaden kriegen. Okay, jetzt sind wir beim Gelben. Yep, das hat man direkt gesehen. Aha. Wow. Und hier haben wir wieder so ein Exit. Na, Kills haben wir alle. Leider fehlen zwei Secrets, aber komm. Na, ich mein, kleines, feines Levelchen. Der Trend geht eigentlich jetzt schon wieder so weiter, wie man ihn halt aus den ersten paar Level gekannt hat. Ist jetzt auch inzwischen wieder, ich meine, es sind zwar jetzt auch stärkere Gegnervarianten da, aber hier liegt einfach echt viel Leben rum und alles. Und bis jetzt ist halt, ich glaube, es gab mal ein paar schwere, vielleicht ein, zwei schwere Level bis jetzt in dieser Watt. Also keine Ahnung, ich meine, jetzt sind wir schon, bei welcher Map war das jetzt, 19? So langsam dürfte eigentlich mal ein bisschen der Schwierigkeitsgrad angezogen werden. Ich meine, gut, jetzt kommt das letzte Drittel, sozusagen. Da kann ja noch alles passieren, aber gut, da würde ich einfach sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann, ciao. Okidoki, Secrets. Zack, das hier drücken. Secret Nummer 1. Hätten wir damit schon mal. Dann gehen wir nochmal... wo ging es da nochmal am besten lang? Genau, hier. Wie lang müssen wir? Und zwar wieder ganz an den Anfang. Das hier ist ein bisschen länger. Man kann ja einfach sich am Anfang praktisch umdrehen und sich hier noch das andere Secret holen.